Feuer in der Seniorenresidenz Phoenix am Wolfhager Teichberg. Um Punkt 18 Uhr schlägt der Brandmelder am Dienstagabend Alarm. Und es dauert nur wenige Minuten, bis Feuerwehr, THW und DRK eintreffen. Schnell wird klar, was hier los ist. Es brennt in einem Zimmer. Das Gebäude ist komplett verfallen. Wir haben mehrere vermisste Personen im Gebäude. Und die gilt es möglichst schnell zu retten. Hier geht es um Sekunden. Im Nu haben die Einsatzkräfte die Vermissten ins Freie geholt, um sie medizinisch zu versorgen. Dafür braucht es oft ein Großaufgebot an Helfern. Im Einsatz ist die Feuerwehr Wolfhagen und unser Ortsteil Philippinenburg, sowie das THW Wolfhagen und das DRK Wolfhagen. Was so real aussieht, ist glücklicherweise nur die jährliche Pfingstübung der Einsatzkräfte, die zahlreiche Wolfhager nicht versäumen wollten. Diese Übung ist gemacht worden zur Aufklärung der Bevölkerung sowie zur Mitgliederwerbung. Im Großen und Ganzen war alles positiv.